und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Im letzten Video ging es um das Thema Längenänderung und an dem würde ich gerne anschließen, sprich Durchmesseränderung. Viel Spaß beim Zuschauen! So, da wären wir. Die Durchmesseränderung, Änderung des Durchmessers. Wenn man einem Durchmesser, Rundmaterial zum Beispiel, Wärme zuführt, ändert das seinen Durchmesser. Es wird größer, je wärmer es wird. Ich hoffe, die Skizze hier ist einigermaßen erklärend, dass hier ein Anfangsdurchmesser ist. Wenn man es erwärmt, wird der Durchmesser größer. Ja, okay. Die Formel zur Durchmesseränderung, die ist Delta D ist gleich Alpha 1 mal D1 mal Delta T. Das ist die Durchmesseränderung, Koeffizient, Anfangsdurchmesser und die Temperatur. Gut, dann haben wir das. Ich habe wieder drei Beispiele rausgesucht. Erstes Beispiel. Wir nehmen Rundmaterial aus unlegiertem Stahl. Gesucht ist Delta D, also die Änderung des Durchmessers. Wir haben einen Quotienten von 0,000119. Wir haben 60 mm Durchmesser. Und wir haben 550 Grad Erhitzung. Wir schreiben die Formel auf. Delta D ist gleich Alpha 1 mal D1 mal Delta T. Ist gleich 0,000119 1 durch Grad Celsius mal D1, 60 mm, mal die 550 Grad. 550 Grad ist gleich, wir tippen es ein, oder ich tippe es ein, 0,000119 mal 60 mal 550. Wir bekommen eine Änderung des Durchmessers von 0,392 mm. Gut. In unserem nächsten Beispiel, da sehen wir, dass die Temperatur gesucht ist. Temperatur ist nicht gegeben. Wir müssen die Formel wieder mal umstellen. Ich stelle sie um nach Delta T, dann die Ausgangsformel erstmal wieder hinschreiben. Delta D ist gleich Alpha 1 mal D1 mal Delta T. Ich mache hier wieder so einen Strich in die Mitte, weil ich da drüben ja auch wieder umstellen muss. Geteilt, ich hole Alpha 1 und D1 auf diese Seite. Ich setze mir hier so in Gedanken so eine Klammer hin und teile das. Also geteilt durch Alpha 1 mal D1. Ah, jetzt habe ich fast keinen Platz. Okay. Dann haben wir Delta T ist gleich Delta D geteilt durch Alpha 1 mal D1. Wunderbar. Jetzt können wir das einfügen oder übertragen. So, hier oben, hier. Delta T ist gleich Delta D geteilt durch Alpha 1 mal D1. Ist gleich Delta D, war 60 mm. Ne, stimmt doch gar nicht. Nicht 60 mm. Delta D war die
0,392. 0,392 Millimeter geteilt durch Alpha 1, das ist der Quotient, 0,0000119 1 durch Grad Celsius mal D1, D1 war 60 Millimeter. Ist gleich. 0,392 0,392 geteilt durch 0,0000119 mal 60 und bekomme eine Temperatur von 549,02 Grad Celsius raus. Wunderbar. Gut. Unser drittes Beispiel, da wird der Durchmesser gesucht. Ihr erahnt es bestimmt schon, was für ein Durchmesser da rauskommt. Aber ihr könnt es ja einfach mal nachrechnen, wenn ihr das möchtet. Also natürlich, D1 haben wir nicht, deshalb müssen wir die Formel umstellen nach D1. Ich schreibe wieder die Ausgangsformel erstmal hin. Delta D ist gleich Alpha 1 mal D1 mal Delta T. Okay. Und jetzt hole ich einfach Alpha 1 und Delta T auf diese Seite. Weil es spielt ja keine Rolle, wie die Einzelnen hier stehen. Delta T könnte auch hier am Anfang stehen. Oder in der Mitte. Oder sonst. Ja, ist ja egal, wo das steht. Hier, geteilt durch Alpha 1 mal Delta T. Ist das richtig? Ja. Gut. Dann kommt raus, D1 ist gleich Alpha D geteilt durch, Klammer auf, Alpha 1 mal Alpha T, Klammer zu. Die Klammer muss nicht sein. Ich mache das selber nur ab und zu mal zur Stütze meines Gedächtnisses. So, übertragen. D1 ist gleich Alpha D geteilt durch Delta D durch Alpha 1 mal Delta T ist gleich, das waren die 0,392 Millimeter geteilt durch Alpha 1, das ist der Quotient, 0,0000119 Grad, 1 durch Grad, mal mal die 550 Grad. So, und da kommt raus, ich habe hier die Rechnung noch auf meinem Taschenrechner stehen, da kann ich das jetzt einfach hier, anstatt die 60, mache ich die 550 und dann kommt raus, 59,89 Millimeter. So. Beispiele gelöst. Aufgabe fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.